Guten Morgen, ihr Lieben. Was wollt ihr denn? Ja, eure Weintrauben abholen. Ich habe mir gerade Frühstück gemacht, Joghurt mit einer Pfirsich und Weintrauben. So, ich habe jetzt irgendwie schon wieder Hunger, deswegen habe ich mir nochmal was gemacht. Draußen schüttet es und ich muss gleich in die Arbeit. Aber jetzt lasse ich mir erstmal das schmecken. Und zwar habe ich 2 Scheiben Brot von meiner Mama selbst gebacken. Eine mit Buko Frischkäse, pikante Kräuter, dann Paprika. Dann 2 Scheiben Brot noch mit Butter und Salami. Sportsalami, meiner Lieblingssalami. 2 Scheiben jeweils. 1 Stück Goudakäse und noch 1 Stück Wurst, was ich so noch hatte. Ich habe mein Regenzeug an. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde. Jetzt sieht man voll meine Augenringe. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, bis ich in die Arbeit muss und ich werde jetzt noch mal zu Mango schauen. Die haben nämlich ein T-Shirt wieder, was ich die ganze Zeit wollte. Und ich hoffe, die haben es heute auch noch. Also gestern hatten sie es noch und ich sehe aus. Ich habe halt jetzt diese Regenklamotten an. Ätzend, ich sag's euch. Einfach nur ätzend. Ja, ich schau mal, ob die es noch haben. Ich ziehe das jetzt nicht aus. Ich dachte erst, ich ziehe es aus und habe eine Plastiktüte mitgenommen, aber ich müsste es dann nachher eh wieder anziehen. Deswegen lasse ich es jetzt an. Oh, Diamond hat Stiefel. Aber meistens sind die mir am Bein zu weit. Die finde ich eigentlich ganz schön. Ich habe es gefunden, ganz versteckt. XS. So, jetzt geht's in die Arbeit, um den Blazer zu probieren. Hatte ich jetzt keine Zeit mehr, den Rosa, sondern ich wollte ihn ja gerne nochmal probieren. Aber vielleicht nach der Arbeit, wenn ich nicht wieder so einen Hunger habe wie gestern. Mal schauen. Oder am Samstag oder so, falls es den dann noch gibt. Aber ja, jetzt geht's erstmal in die Arbeit. Hallo, ich bin's wieder. Und die Luisa und die Simone. Wir sitzen gerade auf der Arbeit, weil die Simone wollte euch mal was fragen. Genau, wir haben eine Frage an euch. Und zwar hat sich Luisa das hier bestellt. Ordinary. Genau, und zwar verschiedene Sachen. Und davon gibt es auch Sachen für die Haare. Und die Frage ist jetzt, kennt das jemand von euch und kann sagen, ob das gut ist oder nicht und ob es was hilft. Und es gibt es auch irgendwie für die Haut. Wir haben hier gerade die Seite. Also das ist die Hauptfirma. Ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht. Vivi's Akku ist gleich leer. Ach nee. Das ist die Hauptseite. Und so heißt quasi die Unterfirma. Und die haben halt auch nochmal was speziell für Haare. Das hier, glaube ich, war das. Wie lange hält der Akku jetzt noch? Schon ein bisschen. Okay. Und es wäre ganz, ganz lieb von euch, wenn ihr da Erfahrungen gemacht habt mit der Firma oder wenn ihr das kennt, wenn ihr unten in die Kommentare schreiben würdet, wie ihr das da findet und ob es gut ist und ob ihr es empfehlen könnt. Das wäre super. Ja. Ach, süß für die ganzen Kommentare, die ihr bei unserem Vlog geschrieben habt. Ich lese das immer, ich bin aber stiller Mitleser. Begeisterung bei der Luisa. Feierabend und wie schön, es hat zu regnen aufgehört und sogar die Sonne ist rausgekommen. Das heißt, die Babys können jetzt noch ein bisschen hüpfen, wenn ich wieder daheim bin. Die werden sich freuen, die waren nämlich heute früh schon ganz aufgedreht und wollten gerne raus, aber da hat es ja echt geschüttert. Mein Rad wird aber wahrscheinlich trotzdem noch nass sein. Genau. Yay. Hüpfen für die Babys. Bruno ist vorher schon von alleine reingekommen. Sehr schön.
Jetzt gibt's Abendessen für die Babys und für mich. Ich habe schon alles geschnitten. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen.